Was bekommt man für 100 Euro in Dubai? Die Stadt des Luxus, schnelle Autos und unglaublicher Bauwerke. Hier scheint alles möglich zu sein, wenn man nur genug Geld hat. Aber kann man an so einem Ort mit nur 100 Euro am Tag überhaupt überleben? In diesem Video zeige ich euch Geheimtipps, wie man mit wenig Geld trotzdem Extremes erleben kann und was für eine Erfahrung es ist, im günstigsten Hotel Dubais zu übernachten. Wir starten hier in einem Stadtteil, der absolut nicht aussieht, als wären wir hier in Dubai. Aber es ist tatsächlich der älteste Stadtteil von Dubai. Er heißt Al-Fahidi. Hier haben die Leute um 1900 bis 1970 gewohnt. Hier soll es anscheinend sehr, sehr günstiges Essen geben. Ich habe noch nichts gegessen heute. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier was Leckeres zum Frühstücken bekommen. Aber damit wir uns hier überhaupt irgendwas kaufen können, haben wir aus diesen 100 Euro 400 emiratische Dirham gemacht. Ich bin mal gespannt, was wir hiervon in den nächsten 24 Stunden kaufen können. Aber vorher noch kurz Credits an Dave, der dieses Format als einer der ersten nach Deutschland geholt hat. Checkt auf jeden Fall seine Folgen dazu aus und lasst schöne Grüße von Fabi da. Also Klamotten für die Mädels kosten hier 10 Dirham, das sind ungefähr 2,50 Euro. Ist schon auf jeden Fall günstig. Es sieht hier zwar alles super alt aus, aber man hat hier trotzdem mega das Gefühl, dass es sehr touristisch ist. Aber zuerst haben wir noch nichts gefunden. Hier ist einfach der älteste Starbucks, glaube ich, den es gibt. Also zumindest so vom Vibe her. Also ein normaler Kaffee Latte kostet hier 17 Dirham. Das sind ungefähr 4 Euro. Mal schauen, ob wir irgendwo anders was finden. Wir haben uns jetzt ein Ticket für 2 Dirham geholt, um rüberzufahren nach Daira. Hier wohnen und arbeiten tatsächlich viele Arbeiter, deswegen soll das anscheinend auch so günstig sein. Auf der anderen Seite hätte man für 70 Cent das Dubai-Museum besuchen können. Allerdings hat das gerade geschlossen, deswegen sind wir hier direkt rüber. Aber vielleicht für euch ein guter Tipp. Hier hat man mehr das Gefühl, als wäre man in Indien. Liegt vielleicht auch darum, dass die Bevölkerung von den Indern und Pakistani die Dubai-Bevölkerung tatsächlich übernommen hat. Die Regierung zahlt Dubaianer 6-stellige Beträge dafür, dass sie Nachwuchs generieren. Wir sind jetzt hier auf dem Goldzug. Hier wird unfassbar viel Gold verkauft. Hier blinkt es überall. Aber wir suchen was zu essen und haben auch kein Geld, hier irgendwas aus Gold zu kaufen. Auch wenn es anscheinend deutlich günstiger ist wie irgendwo anders, wenn man es ohne Rechnung kauft. Wir haben uns jetzt hier in so einen Imbiss whatsoever gesetzt. Für einen guten Start in den Tag kann man natürlich direkt was Fettiges, Leckeres essen. Wow. Die Burger kosten hier oben die 2 Euro bis 2,50 Euro. Das ist schon echt richtig günstig. So ein Falafel-Sandwich kostet einfach nur 1,25 €. Das ist halt mega. I'd like to have the Falafel-Sandwich. Also bei mir zu Hause in Berlin, da zahle ich immer 5 Euro für so ein Falafel-Sandwich. Hier zahle ich 1 Euro. Bei mir in Berlin ist der ein bisschen größer, muss ich dazu sagen. Probieren wir mal. Boah, voll verschiedene Gewürze. Boah, geil. Das ist mit einer der besten Falafel-Sandwiches, die ich jemals gegessen habe. Wirklich, for real. 10 von 10. So, ich habe mich ein bisschen schick gemacht. Warum erfahrt ihr gleich? Denn wir sind hier im Miracle Garden, deutsch Wundergarten. Das ist der größte Blumengarten der Welt. Hier gibt es insgesamt 150 Millionen Blumen. Der Eintritt kostet 25 Dirham, das heißt um die 15 Euro. Deswegen hat diese Aktivität es leider nicht in dieses 100 Euro Budget-Video geschafft. In gewisser Weise schon, wir wollten es trotzdem reintun. Das ist ein Tipp von uns an euch. Es sieht hier echt unfassbar krass aus. In 2 Wochen kommt mehr hier aus dem Garten. Das seht ihr dann im Bucketlist-Video. Wir haben hier quasi unsere Bucketlist in Dubai erfüllt. Deswegen abonniert gerne den Kanal, um dieses Video nicht zu verpassen. Wir haben uns jetzt entschieden, Taxi zu nehmen. Es ist hier tatsächlich auch deutlich günstiger wie ein Uber. Das ist mega wichtig zu wissen für euch, wenn ihr mal hier seid. Müsst ihr mal schauen, dass das Taximeter läuft. Wir werden jetzt maximal wahrscheinlich 5 Euro oder so zahlen. Gerade noch geil über Taxis geredet, wurde direkt abgezogen. Ich habe aber auch zu schnell meine Karte an das Kartenlesegerät hingetan und hat einfach einen komplett anderen Betrag eingetragen, der eigentlich auf dem Taximeter stand. Prüft das, bevor ihr zahlt. Ich habe jetzt 10 Dirham mehr bezahlt, jetzt nicht die Welt, aber... ja, prüft das. Die erste Aktivität, die wir heute machen werden, ist der Dubai Frame. Wir zahlen hier gerade mal 11 Euro für den Eintritt, also sehr, sehr günstig. Ich hoffe mal, dass es sich lohnt. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Dieses architektonische Wahrzeichen ist stolze 150 Meter hoch und 93 Meter breit und sieht aus wie ein riesiger goldener Bilderrahmen, der die Skyline von Dubai einfängt. Er soll ein adrenalingeladenes und informatives Erlebnis für jedermann bieten. Aber erstmal mussten wir leider echt lange Schlange stehen. Im Inneren bekamen wir dann die Historie von Dubai erklärt und konnten sogar einen Blick in die Zukunft der luxuriösesten Stadt der Welt werfen. Bis wir dann endlich mit dem Lift bis ganz nach oben fahren durften, wo das Highlight auf uns wartet. Ein 25 Quadratmeter großer Glasboden, auf dem man laufen und stehen kann. Also hier ist so ein typisches Instagram vs. Reality. Auf Social Media sieht man so alles komplett leer. Bei uns ist absolut voll. Oh, das ist hart. Also hier ist ja noch okay, weil da könnte man sich festhalten, aber oh. Ich meine, es kann immer irgendwas passieren, ne? Hier stehen unfassbar viele Leute auf diesem Glas. Okay, das ist noch scarier. Underneath, but not on the
Why? Also es ist erlaubt, auf Knien zu sitzen, aber nicht auf dem Po. I don't know why. Oh. Wenn man ein bisschen kleiner ist, kann man sich die ganze Skyline hier von Dubai anschauen. Und um wieder herunterzukommen, wer hätte es gedacht, muss man sich wieder anstellen. Hat sich das Abschließen gelohnt? Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, vor allem für den Preis. Jetzt geht's aber weiter zur bekanntesten Mall der Welt, die Dubai Mall. Schauen wir mal, für wie viel Geld wir uns in der Dubai Mall was zu essen holen können. Dahin ging es dann wieder ganz bequem mit dem Taxi, für gerade mal 3 Euro pro Person. Und dieses Mal wurde ich nicht abgezogen. Wir konnten hier einfach nirgendwo parken, es war einfach so voll, deswegen sind wir jetzt hier irgendwo in der Tiefgarage. Hier stehen Autos, wir waren noch gar nicht drin, ich will doch gar nicht wissen, wie teuer das da sein wird. Aber hier gehen anscheinend nur die Reichen und Schönen hin. Also wirklich. Junge, hier fahren nur kranke Autos. Hier riecht es nach Reich. Alter, sind hier viele Leute. Das ist so unfassbar. Wir können leider nicht filmen richtig. Deswegen schaue ich nicht in die Kamera. Ist hier verboten. Aber vielleicht können wir euch ein bisschen zeigen. Wir sind gerade mal ein paar Meter gegangen. Und wir sehen einfach das größte Aquarium der Welt, glaube ich. Ne? Das sogenannte Dubai Aquarium fasst unglaubliche 10 Millionen Liter Wasser. Und es wohnen ca. 33.000 Tiere darin. Außerdem hat diese Mall einfach ein eigenes Kino und einen riesigen Indoor-Vergnügungspark. Hier gibt es zwischen Gucci und Louis Vuitton einfach eine Achterbahn, einen Freefall Tower und man kann in die virtuelle Realität eintauchen. Wir sind beim Food Court angekommen. Mal schauen, was uns hier das Essen kosten wird, unser Mittagessen. Hier gibt es quasi jede Art von Restaurant, die ihr euch vorstellen könnt, aber die Preise konnten uns echt überraschen. 13 Euro nur für eine Pizza, das geht klar. Burger kostet auch nur so 12 Euro. Um schnell herauszufinden, ob das Geld in einem Land mehr oder weniger wert ist, gibt es den sogenannten Big Mac Index. Weil ein Big Mac in jedem Land aus denselben Zutaten besteht, kann man ihn perfekt als Standardprodukt für einen Währungsvergleich nehmen. Und damit reihen sich die Vereinigten Arabischen Emirate mit 4,43 Euro auf dem 14. Platz der Weltrangliste ein. Zum Vergleich, Deutschland liegt mit 4,89 Euro auf dem 8. Platz. Und den ersten Platz belegt natürlich die Schweiz mit stolzen 6,61 Euro. Okay, also wir gehen jetzt zu einem Laden, wo niemand ist, um so ein bisschen die vegane Community zu stärken. Meat Burger heißen die, war ich selber noch nie. Oh, aber ist teuer. It's all plant-based. All plant-based, that's no good. No egg, no milk, no meat. We are made of soya or jackfruit. Ich glaube, ich nehme den teuersten Burger. Ausnahmsweise, ich habe so einen Riesenhunger, ich muss was essen. Das sind 10 von den Falafels. Obwohl nichts los ist, haben die den geilsten Store hier. Also mit Sicht direkt auf die Eishalle. Nein, bitte nicht. Weißt du, wie geil der auf dem Bild aussah, wie der jetzt hier aussieht? Das Bun ist halt nicht so nice. Und der Burger, so richtig groß ist er auch nicht. Und dafür, dass sie so viel Zeit haben, sieht der jetzt auch nicht so schön aus. Also ich supporte alles, was plant-based ist, aber da muss ich leider sagen, okay, nehm ein bisschen was zurück. Der schmeckt tatsächlich sehr, sehr lecker. Der Käse ist sehr, sehr geil. Da gibt es im Ganzen so was Cremiges. Ich wünsche mir mal selber guten Appetit gleich. Hier schneit es einfach auf die Eishalle. Ich glaube, es ist eher Schaum, weil echter Schnee ist es nicht. Aber trotzdem voll crazy. Ich habe leider noch immer ein bisschen Hunger. Ich habe auch einen viel zu teuren Burger bestellt, aber das war auch meine Schuld. Grundsätzlich findet man aber hier mit den ganzen Restaurants für jeden was quasi einigermaßen kostengünstig ist. Mit immer noch knurrendem Magen sind wir dann mit dem Taxi Richtung Küste gefahren, um den nächsten Geheimtipp zu erreichen. Ich habe mich ein bisschen schick gemacht, denn wir gehen jetzt einfach auf eine Yacht und nicht auf eine kleine Yacht, sondern auf eine riesige Yacht. Und ja, wir sind im 100-Euro-Video, denn das Ganze kostet einfach nur 40 Euro, um da 3 Stunden lang quasi mit rumzufahren. Ich hoffe mal, ganz Atlantis zu sehen. Man teilt sich das Ganze aber mit einigen Leuten, die stehen da vorne schon an. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird, ob ich das empfehlen kann. Normalerweise ist die Tour ein bisschen kleiner für die 40 Euro. Aber wir haben exklusiv Yacht gesagt, dass wir filmen, deswegen haben wir eine teure bekommen. Hello, do you need to take off the shoes? Ja. Direkt mal trinken, lecker essen, ist ja alles im Preis. Alter, ich wollte sowas schon immer mal erleben, wirklich. Also ich könnte mich wirklich daran gewöhnen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einer großen Villa für 10 Millionen und einem Boot. Ich würde immer das Boot nehmen, weil man kann einfach die ganze Zeit durch die Welt düsen. So luxuriös, wirklich. Man darf immer nicht vergessen, wenn man parkt in einem Hafen, dann kostet das zwischen 10.000 und 80.000 Euro. Muss man überlegen. Als Captain hier zu sitzen und einfach nur zu fahren, wir könnten hier wahrscheinlich einfach losfahren. Es gibt 4 Stöcke, weil es geht ja auch noch runter. Alter Falter, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man mit seiner Freundin unterwegs ist, da hat man hier natürlich ein richtig geiles Bett. Hier würde ich dann immer jeden Morgen kurz sitzen, ein bisschen meditieren. Halleluja. Das ist halt das Master Bedroom, ne? Da unten sind, glaube ich, wohnen nur Bedienstete. Das kannst du keinem erzählen, wirklich nicht. Also man kommt mit Treppe runter zum Badezimmer, hat hier einen fetten Spiegel und eine fette Dusche. Junge, mit Badewanne. Ich schätze 15 bis 20 Millionen. Ja. Hast du einen anderen Guess? Wer näher dran ist, muss gleich reinspringen. Ich tippe auf 23. Tipp ich auf 20. Okay, das ist halt eher so eine Aussichtsplattform hier, wo man Drinks holen kann. Mit DJ kennt man es normal. Also hier später reinzuspringen, das sind locker 10 Meter, glaube ich. Wer später ins Wasser springen musste und
Und was wir ansonsten noch alles zum Teil echt Verrücktes auf dieser Yacht erlebt haben, erfahrt ihr in 2 Wochen im Bucketlist-Video. Den nächsten Geheimtipp können wir mit der autonom fahrenden Metro erreichen. Alter, die Rolltreppen sind hier einfach doppelt so schnell wie irgendwo anders. Also schau mal, in Berlin, hier würden überall irgendwelche Kaugummis liegen. Hier ist einfach alles blitzeblank, als könntest du hier vom Boden essen. Junge! Hier sind wir eine halbe Stunde unterwegs und zahlen nur 2 Euro. Das ist schon gut. Und der Tagespass kostet einfach auch nur 5 Euro. Ist halt echt richtig günstig. Wir wären gerne den ganzen Tag mit dem Tagespass durch die Gegend gefahren, um noch mehr Geld zu sparen. Aber das Schienennetz ist hier leider noch nicht so weit ausgebaut. Viele Orte sind damit nur schwer zu erreichen oder es dauert viel länger, dorthin zu kommen. Aber zu unserem nächsten Geheimtipp hat eine Fahrt Sinn gemacht. Wir gehen jetzt zum ältesten Restaurant Dubais. Hier hat schon der Scheich, hier hat sogar schon Ronaldo gegessen. Bin mal gespannt, was das kann. Nein. Nein, nein, wegen Ramadan ist es zu, oder wie? Nein, weißt du, wie lange wir jetzt hierher gefahren sind? Sieht so aus, als wäre da hinten, als hätten die es verschoben. Oh, ich hoffe es gerade so sehr. Ich glaube tatsächlich, oder? Yeah. Ist das Ganze doch nochmal gut gegangen? Nein, seit 1978 ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Beginnt halt leider gar nichts Vegetarisches, ne? Es gibt nur Hummus und Reis, das Einzige, was die vegetarisch haben. Then I just take Falafel, Hummus and Rice, please. Essen ist angekommen. Wow. Hat so ein typisches Brot. Falafel. Hummus habe ich leider komplett schon zerstört. Das alles für 5 Euro. Im ältesten Restaurant Dubais. Hätte ich niemals gedacht. Haben noch ein bisschen was für die Unterkunft, aber die wird nochmal ein richtiger Knaller. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis dahin dran. Schmeckt unfassbar geil. Ja, und Tim, du musst uns mal sagen, wie dein schmeckt, weil du hast heute eine richtige Portion. Same. Auch. Mhm. Also ist wirklich, ich glaube, so gut haben wir bisher schon lange nicht mehr gegessen. Mhm. Für uns geht es weiter zum nächsten Adrenalin geladenen Punkt. Und das wieder mit der Metro, denn er befindet sich im Zentrum der Stadt und zwar Burj Khalifa. Hier kann man eine unglaubliche Licht- und Wassershow erleben und das völlig kostenlos. Insane, wirklich insane. Heavy random, auf einmal. Von wie viel Geld muss das gekostet haben, das für jemanden zu kaufen? Einfach der ganze Burj Khalifa, komplette Candles. Das ist so crazy. Aber das größte Spektakel kommt ja noch, die Unterkunft. Ja, das ist ja noch vor uns. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ein bisschen Angst vor habe, aber ich würde sagen, wir gehen mal hin. Für unsere Unterkunft mussten wir wieder den kompletten Weg zurück nach Dera. Denn der Preis für diese Unterkunft, das wird euch vom Hocker hauen, hat einfach nur 16 Euro gekostet. Und anscheinend mit dieser Aussicht. Ob das tatsächlich ein Geheimtipp ist für hier, das finden wir jetzt mal heraus. Das heißt nämlich Cloud9 Hostel. Es ist auf Google nicht eingezeichnet, deswegen ist es ein bisschen schwer, das jetzt tatsächlich zu finden. Wollen wir mal kurz da reingehen und schauen? Oh, ich fühle mich echt ein bisschen unwohl hier. Do you know about Cloud9 Hostel? Okay. Das ist null ausgeschildert, wirklich null. Okay, gehen wir mal rein. Als wir es dann endlich gefunden hatten, wurden wir durch das Hostel geführt und kein Scherz, mir wurde sofort schlecht. Überall war Dreck und das Bad war das unhygienischste, was ich seit langem gesehen habe. Als er mir dann mein Zimmer gezeigt hat, konnte ich es fast gar nicht glauben. 2 Quadratmeter und kein Fenster. Von der geilen Aussicht keine Spur. What the heck? Dubai hat so viele verschiedene Facetten, ne? Nein. Alter. Wir sind hier zu zweit. Ich habe nur für eine Person gebucht, hat gar nicht gefragt. Ja, ich sehe nachts einfach nur für 8 Euro. True. Okay, so sieht die Matratze aus. Das ist eingepackt hier. Das ist echt ein bisschen too much. Das ist auch einfach nur so eine Regelzone, ne? Ja, da hat man keinen Spaß drauf. Nein, wirklich? Nein. Vielleicht. Nein. Verarschen, nein. Nein. Ich würde jetzt ganz spontan einfach darauf verzichten, mich da reinzulegen. Das riecht richtig ekelhaft. Okay, bei aller Liebe, Leute, das ist so unfassbar unhygienisch. Absolut nicht zu empfehlen. Es ist einfach nur krass günstig. Ich würde hier keinem empfehlen, drin zu schlafen. Wir haben zwar die 100-Euro-Challenge so geschafft, aber macht das einfach nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wir daraus eine Reihe machen sollen, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ja, wo wir es als nächstes machen sollen. Der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.